So, wir haben gerade 3 Uhr nachts, deswegen brauche ich jetzt kein Kamera-Setup oder sowas mehr auf. Aber aufgrund eines aktuellen Anlasses, vor 2 Stunden ein neues Video gekommen von Eric Bugenhagen. Und zwar geht es um ja, das Mike Israelito von Renaissance Periodization Cheat Raps Dislikes. Und dass Eric Bugenhagen es als Worst Fitness Advice sieht. Und ja, das ist halt tatsächlich auch so einer der größten Themen, die mich am meisten in der Fitnesswelt aufregen. Das ist einfach nur ganz allgemein in der Fitnesswelt. Die halt dann immer behaupten, dass partielle, also Teilwiederholung Ego-Lift seien. Klar macht das Sinn, das zu sagen, wenn man jetzt bei einer. Ich wiederhole jetzt eigentlich ein bisschen Eric Bugenhagen. Also wenn man jetzt in der Beinpresse 1 Inch an Range of Motion hat oder einfach nur irgendwie so schlapp umherschwingt, irgendwelche Gewichte, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber es macht halt Sinn, wenn man ab einem gewissen Punkt keine strikten Wiederholungen mehr schafft, dass man als Intensitätstechnik trotzdem auch noch so ein bisschen vom Rest des Körpers mit nutzt, um halt ein bisschen Schwung zu nehmen, um trotzdem noch weiter trainieren zu können. Man könnte auch stattdessen als Intensitätstechniken, ach, wie heißt denn das jetzt? Man könnte die Kurzhantel zum Beispiel weglegen, ein bisschen Gewicht runter machen und also wer die Schwäche fallen mir halt die einfachsten Sachen nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Ein Satz. Jedenfalls kann man auch die Gewichte halt runter machen und dann trotzdem direkt weiter trainieren nach 3 Sekunden Pause. Aber wenn man das halt nicht machen will oder halt das zu lange dauert, die Gewichte zu wechseln, kann man halt auch das ein bisschen Schwung nutzen, auch als Intensitätstechnik. Und dann gibt es aber noch das Thema, also nicht nur diese Cheat Reps, sondern auch das Thema Teilwiederholung. Und da kritisiert Eric, dass es halt nur schwarz und weiß gesehen wird. Entweder Teilwiederholung scheiße oder andere sagen, striktes Liften ist scheiße und er sagt, und der Meinung bin ich auch, dass halt beides halt Sinn ergibt und dass das Strikte halt generell, ja, ich will nicht mal sagen, dass das Vorzug genießen sollte, das will ich gar nicht mal sagen, es kommt auch auf die persönlichen Ziele drauf an. Ich weiß, dass ich persönlich halt mit, sagen wir mal, mit Teilwiederholung im Bereich von 80 bis 90% der Range of Motion, also ich rede halt nicht mal von nur 50%, was zum Beispiel Athleten machen, die halt mit 50% der Range of Motion oft trainieren, zum Beispiel bei der Kniebeuge, oder andere Athleten, zum Beispiel beim Deadlift in der Smith Machine, dass so richtig hart gegen den Boden bouncen und das dem Momentum oder das Bouncen nutzen, wieder hochzukommen, das halt extrem explosiv, schnell, kräftig, da geht es halt um Explosivität. Und ich habe eigentlich auch einen Hintergrund von Explosivität, weil das liegt mir am meisten, eigentlich würde ich auch am liebsten so trainieren. Der Andrew Richards, der 240 Kilo über Kopf drückt, der trainiert auch oft sehr explosiv, das heißt, er macht Bent over rows, also vorgebeugtes Langhantelrudern oder auch gegen den Boden bounce zum Beispiel. Und das kann einfach mehr Muscle Fibers rekrutieren, das Nervensystem trainieren, Explosivität schulen. Das sind für mich alles Techniken, die sogar einen schnelleren Progress bergen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das angefangen hatte, wo ich genau hinaus wollte mit dem speziellen Satz jetzt, aber ist auch egal. Jedenfalls genau 80 bis 90% Teilung habe ich halt die krassen Fortschritte gemacht in kürzester Zeit, die ich halt gemacht habe. Und ich sage das jetzt mal halt ganz klar, dass ich im April diesen Jahres angefangen habe zu trainieren. Davor hatte ich nur eine 45 Kilo Kurzhantel, als ich noch in Finnland gelebt hatte. Und damit konnte ich halt nicht viel machen. Ich konnte halt gar keine Beine trainieren. Ich habe halt keinen Bock auf Bulgarian Split Squats, schon gar nicht mit so wenig Gewicht. Ich habe halt keine Beine trainiert. Ich habe im Prinzip auch keinen Rücken trainieren können.
Brust habe ich dann halt mit 45 Kilo pro Brust abwechselnd trainieren können. Bisschen Schultern, Bizeps, Trizeps, das war's. Davor sind wir ständig immer nur umgezogen. Teilweise im Wohnmobil gelebt, teilweise bei meinen Eltern ein Jahr. Da konnte ich auch nichts machen. Also ich hatte 7 Jahre zum Beispiel vor keine Beine trainiert, bevor ich jetzt im April wieder angefangen habe. Und war deswegen bei 170 Kilo Kniebeuge maximal. Damals waren es 180 Kilo vor 10 Jahren oder so. Und ich würde halt schon sagen, dass ich mich jetzt in den 6, 7 Monaten extrem in der Kniebeuge gesteigert habe, ohne das jetzt an speziellem Gewicht festzumachen. Und ich habe halt kein einziges Mal auf Tiefe gebeugt, sage ich mal so. Ich finde das auf Tiefe beugen, also jetzt als Beispiel einfach nur, trotzdem sinnvoll und gut. Und deswegen versuche ich das jetzt halt auch zu lernen. Also ich meine, das eigentlich kann man denken, das ist kein Problem, das zu lernen. Geh einfach tiefer fertig, aber so einfach ist das nicht. Man muss das halt auch auf die hohen Gewichte wieder anwenden. Das bringt ja gar nichts, wenn man damit mit 2 Gramm dann irgendwie auf Tiefe beugen kann. Und was machst du dann bei 280.000 Gramm? Also bei 280 Kilo kommt dann halt trotzdem nicht auf Tiefe. Also ich muss das halt mit relativ hohem Gewicht, sagen wir mal zwischen 80 und 90% des Run-Rep-Maxes, muss ich das halt auch anwenden können. Und da spielt dann halt auch psychologische Angst halt so ein bisschen eine Rolle, wenn man halt nicht sicher ist in der Technik. Deswegen muss ich ganz viel Technik neu anwenden. Also es dauert das geht nicht von jetzt auf gleich. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, dass ja, ich halt bisher nie auf Tiefe gebeugt hatte und trotzdem halt extreme Fortschritte gemacht habe, beziehungsweise meiner Meinung nach sogar gerade dessen. Aber weil es halt natürlich trotzdem Benefits hat, besonders weil ich mich auch funktionaler fühle im Alltag, finde ich tiefe Beugen auf jeden Fall ganz okay. Wobei man auch viele, sag ich mal, Powerlifter sieht, was heißt viele, aber einige, die ein gewisses Körpergewicht haben, also besonders ab 130, 140 Kilo, dass die oft sogar im Training nicht nur nicht parallel beugen, also nicht nur nicht unterparallel, also sie beugen weder unterparallel, auch nicht parallel, sondern sogar leicht überparallel. Was halt so der Style ist, den ich bisher immer gefahren bin. Die schafft es aber trotzdem dann irgendwann halt runterzukommen. Ich sage jetzt nur zum Beispiel den krassesten Kniebeuger, Raw-Kniebeuger der Welt. Ihr wisst vielleicht, wer gemeint ist mit 490 Kilo Raw-Kniebeuge. Im Training ist er halt oft, bleibt halt oft darüber. Also ich mache halt schnellere Fortschritte bei Kraft und bei der Muskulatur. Ich bin aber halt noch, wie gesagt, weil ich so noch nicht so lange trainiere, eher, also kein Anfänger, aber ein Novize würde ich mich bezeichnen. Deswegen muss ich halt Erfahrung machen, deswegen kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Aber ich hab halt das Gefühl, dass ich halt beides trainieren will. Und jetzt habe ich halt erstmal eine Phase, wo ich versuche halt mehr Technik halt zu lernen. Und das ist sicherlich gut und richtig, auch wegen Verletzungsgefahr und so weiter. Aber ich werde sicherlich in Zukunft dann auch wieder Blöcke haben oder mehr ein bisschen rein programmieren in den Trainingsplan, höher zu beugen, weil ich da halt wirklich boah, deutlich mehr Gewicht nehmen kann, besonders wenn es jetzt nur 80% der ROM ist. Da kann ich halt locker 50 Kilo mehr Gewicht nehmen und habe einen viel krasseren Reiz auf den Beinen, viel krasser, auf den Hüften, auf alles. Und danach explodieren die Beine einfach und die Kraft explodiert. Und dann das Versuchen auf die Tiefe dann wieder zu bringen, die Folge, einfach nur weil es ja so erfordert wird im Wettkampf. Das hat sich für mich immer als effizienter erwiesen. Das ist so ähnlich halt wie Rack-Pulls und sich dann auf Tiefe halt runterarbeiten. Genau, also es gibt halt neue wissenschaftliche Studien, ich glaube 3 Stück oder mehrere, die auch besagen halt, dass partielle Wiederholungen
effizienter sind, effektiver sind für den Muskelaufbau. Und ich denke, das korreliert halt auch mit dem Kraftaufbau. Genau, und besonders wenn man halt durch seine Anatomie eh schon eine extreme Range of Motion hat, finde ich es nicht immer förderlich, die in jedem Training strikt auszuführen. Ich finde halt, dass diese Verliebtheit in striktes Training oder tiefer erreichen oder sonst was, und ich meine das nur ganz allgemein in der Fitnessindustrie jetzt, ich meine das jetzt nicht gegen irgendwelche Leute, die ja, die man so kennt oder so, sondern wirklich ganz allgemein ist das einfach in der gesamten Fitnessindustrie präsent. Ich finde diese Verliebtheit, wie gesagt, dieses strikte oder tiefe Erreichen oder perfekte Form oder Technik, das ist für mich ein viel krasseres Ego-Lifting als das, was die Leute als Ego-Lifting bezeichnen, wenn man nur eine Teilwiederholung macht. Teilwiederholungen können halt immer Sinn machen, und wenn es nur dazu ist, um Schwächen auszumerzen, zum Beispiel eine Boardpress beim Bankdrücken oder halt einen Lockout zu trainieren, einen Rack-Pull zu machen, ab der Knie oder sowas. Oder bei der Beuge vielleicht Tiefe erreichen, aber halt nur zur Hälfte hochkommen, dann wieder runter und wieder hoch, um halt dieses aus dem Loch kommen zu trainieren. Teilwiederholungen können halt wirklich immer Sinn machen. Und es kommt auch auf die Trainingsziele an. Und das dann als Ego-Lifting zu bezeichnen, das finde ich, ist halt Ego. Weil es hat einfach einen Sinn. Vielleicht ist es auch nicht für jedermann geeignet, aber bei mir und vielen anderen bringt es wirklich sehr extrem und schnelle Fortschritte. Genau. Bei mir ist es zum Beispiel halt auch so, dass natürlich, weil ich dann so schnelle Steigerungen, Kraftsteigerungen drin hatte, natürlich irgendwann die Gelenke limitieren. Das war halt auch vorauszusehen. Bei der Hüfte mit leichtem Hüftimpingement, da komme ich jetzt aber wieder weiter. Da konnte ich dann jetzt 4 Monate nicht über 220 Kilo heben. Jetzt gehen auch 260, 270 wieder vom Boden ohne Probleme mit der Hüfte. Weil ich nämlich jetzt spezielles, ja, Training mache, um die Hüftmuskulatur und die stützende Hüftmuskulatur zu stärken. Zum Beispiel habe ich halt einbeinige Stiff Leg Kurzhantel Deadlifts gemacht. Und danach hatte ich fast keine Probleme mehr. Also es hat sich deutlich nach oben verschoben mit dem Problem. Also man kann halt auch herumtrainieren. Ich hatte jetzt nur die letzten Monate irgendwie keine Motivation, diese ganzen speziellen Übungen da einzuführen. Ich habe immer Schwierigkeiten mit neue Sachen integrieren. Das ist aber ein anderes Thema. Also man kann da auch herumtrainieren, auch dass ich leichte Schulterprobleme beim Bankdrücken gekriegt habe. Das war dann auch einfach, dass ich halt nicht genug wusste über Technik, weil es auch so viele Kontroversen gibt und weil ich zum Beispiel halt den oberen Rücken nicht so, dann nicht so mobil bin und deswegen keine gute Position reinkriege, die schonend ist für die Schultern bei hohem Gewicht. Aber es war trotzdem alles kein Problem. Ich habe dann auch 4 Monate wieder keinen Fortschritt gemacht. Auch einfach nur wieder aus, ja, nicht, ich will nicht sagen Faulheit, aber weil es wieder so ein neues Ding ist, sich damit zu beschäftigen und da hatte ich so nicht so Bock drauf. Weil sowieso schon das Leben so vollgepackt ist, so anstrengend. Da habe ich mir da einfach ein bisschen Zeit mitgelassen, sagen wir mal so. Und jetzt läuft es aber auch wieder beim Bankdrücken und ich habe dann zwar immer noch manchmal Schulterprobleme, aber es wird immer besser, je besser ich die Technik hinkriege. Deswegen, man kann das halt auch alles addressen, wenn sowas aufploppt wie limitierende Gelenke. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann einfach kopflos trainiert und dann kriegt man Probleme und wundert sich warum oder so. Deswegen ist das jetzt alles Quatsch und falsch gewesen, so schnelle Fortschritte mit irgendwelchen Teilwiederholungen, sondern man kann das schon intelligent auch umgehen, umtrainieren, Technik verbessern,
Aber sicherlich wird das für viele realistisch nicht umsetzbar sein. Aber für mich persönlich und vielleicht auch für einige andere ist das schon ein sehr interessanter Weg. Und selbst wenn es zu Problemen kommen wird, finde ich es persönlich halt eher interessant, was es da alles für, ja, für Hürden da gibt und wie man die überwinden kann. Und ich habe es einfach keinen Bock, irgendwie zu akzeptieren, dass man irgendwie trainieren muss, ohne, ja, ohne dass man an seine Grenzen geht, nur weil das irgendwie vernünftiger sei. Also ich scheiße da wirklich auf Vernunft und auf Wissenschaft und sonst was. Das ist nicht meine Art zu trainieren, dann kann ich auch ganz aufhören, weil das würde mir halt überhaupt keinen Spaß machen. Und hier sehe ich zum Beispiel einen Kommentar, der geschrieben hat: "If I only did strict technique, I'd feel like I haven't tried hard enough." Und das fühle ich halt auch so krass. "Part of lifting to me is fighting the demons. The grind is essential for the freaking soul." Und für mich ist das halt genauso. In dem Sinne schwer und falsch. Ciao.